Liebe Zuschauer, wenn Sie sich gerade mit einem Saunaofen befassen, dann merken Sie vielleicht, es gibt da ganz, ganz große Unterschiede. Es gibt elektrische Öfen und holzbefeuerte Öfen. Es gibt Öfen mit Verdampfer und klassisch finnische Saunaöfen. Es gibt Wand- und Standöfen und es gibt auch viele, viele Öfen mit unterschiedlicher Steinmenge. Und wenn Sie hier das interessiert, wo liegen denn hier die Unterschiede, dann sollten Sie jetzt dranbleiben und auch die nächsten Folgen nicht verpassen. Ja, meine lieben Zuschauer, heute in unserer ersten Folge werden wir uns einmal dem Thema widmen, wo liegt denn der Unterschied eigentlich zwischen einem sozusagen klassischen finnischen Saunaofen und einem Ofen mit Verdampfer. Und das möchte ich Ihnen hier anhand von 4 Öfen präsentieren. Wir haben hier 2 Öfen des finnischen Herstellers Harvia bekommen. Wir haben hier den Harvia Virta. Hier als Kombi-Edition, also mit Verdampfer, zeige ich Ihnen aber nachher. Wir haben den Harvia Legend als finnischer Ofen und holzbefeuerter Ofen. Wir haben den EOS Kubo finnischer Ofen, also finnisch im Sinne von finnisches Saunaklima. Der Hersteller ist allerdings deutsch, also hier haben wir EOS, das ist ein deutscher Hersteller. Und wir haben den EOS Biotech, wieder mit Verdampfer. Und wenn wir uns jetzt so einen Ofen mit Verdampfer anschauen, dann sehen Sie das sofort in der Regel optisch, weil Sie haben hier eine weitere Komponente. Sie haben jetzt zum Beispiel beim Biotech die Komponente hier an der Seite. Dort füllen Sie Wasser rein. Sie haben dann unten einen Heizstab, der erhitzt das Wasser und lässt es verdampfen. Deswegen heißt es auch Ofen mit Verdampfer. Sie können natürlich unten dann über den Wasserauslass das Wasser auch wieder sauber rauslassen. Und bei diesem Öfen mit Verdampfer, wenn Sie sich dafür entscheiden, für einen Ofen mit Verdampfer, dann arbeiten Sie hier etwas weniger mit Temperatur, vielleicht so 50 bis 70 Grad, allerdings mehr mit Luftfeuchtigkeit. Sie erzeugen ja diese Luftfeuchtigkeit hier über diesen Verdampfer und manche sagen so, die Summe zwischen Temperatur und Luftfeuchtigkeit sollte insgesamt 100 ergeben. Das heißt, wenn Sie 50 Grad haben, dann sollten Sie aus ca. 50% Luftfeuchtigkeit haben. Andere Hersteller nennen das diese Ofenkomponente mit Verdampfer noch anders, allerdings das Prinzip ist in der Regel immer so sehr, sehr ähnlich, ziemlich gleich. Jetzt im Vergleich der Harvia Virta, da sehen Sie diesen Verdampfer nicht so stark. Sie sehen das hier vorne, weil Sie hier eine Wasserfüllanzeige haben. Und Harvia hat das jetzt bei diesem Ofen so gelöst, dass Sie das Wasser hier vorne einfüllen, das heißt, Sie haben diesen Verdampfer hier vorne. Dort füllen Sie ca. 5 Liter Wasser rein und das verdampft Ihnen dann mit der Zeit. Und das steuern Sie dann hier beim elektrischen Ofen natürlich über die Steuerung, was Sie haben möchten. Das heißt, wie viel Temperatur und auch die Luftfeuchtigkeit können Sie dann mit der richtigen Steuerung entsprechend dann einstellen. Hier sehen Sie es jetzt nicht so stark, ist allerdings jetzt auch wieder ein Ofen mit Verdampfer. Und wenn wir es jetzt im Vergleich uns anschauen zum klassischen finnischen Ofen, das ist ja dieses Klima, auf das viele, viele so schwören und das sich auch über Jahre und über Generationen eingependelt hat, also das über seit Generationen schon besteht, dann arbeiten Sie hier natürlich mehr mit Temperatur, das heißt, Sie können Sie ruhig mal so 90, 95, 100 Grad einstellen. Hier haben Sie dann so ein richtiges finnisches Saunaklima und arbeiten einfach dann mehr mit Aufgüssen. Also diese Luftfeuchtigkeit erzeugen Sie einfach dann mehr mit Aufgüssen. Das heißt optisch, wir haben hier nicht diese Komponente, wir haben nicht dieses Bauteil des Verdampfers, sondern wir haben hier einfach klassisch den Ofen. Hier füllen Sie Steine rein und die Steine erhitzen sich dann, beziehungsweise hier ist es so, dass sich auch die Luft erhitzt und Sie heizen einfach die Sauna auf und in Ihrem Saunaverhalten arbeiten Sie dann einfach entsprechend mit Aufgüssen. Es ist hier übrigens so, dass jetzt nur am Rande, wir haben hier alle Öfen ohne Saunasteine bestückt. Sie müssten sich jetzt das bei dem Virta so vorstellen, dass hier die Saunasteine wären, beim Kubo wären sie entsprechend auch hier. Der Legend wäre komplett ausgefüllt mit Saunasteinen. Wenn Sie das mal interessiert, wie das ausschaut, schauen Sie mal auf die Seite von Harvia, Harvia mit V geschrieben. Dann sehen Sie es hier, also komplett hier ausgefüllt mit Saunasteinen und auch der Biotech hier entsprechend mit Saunasteinen ausgefüllt. Aber damit wir es Ihnen einfach zeigen können, haben wir jetzt bewusst die Saunasteine nicht enthalten in den Öfen. Also, wie gesagt, Verdampfervariante, mehr Luftfeuchtigkeit, weniger Temperatur und finnischer
Ofen, beziehungsweise ja, dieses klassische finnische Saunaklima, da arbeiten sie deutlich mehr mit Temperaturen. Das kann ja auch in einer Familie unterschiedlich sein. Manche möchten es gern etwas kühler, also lieber warm und dafür mit viel Luftfeuchtigkeit, und andere möchten natürlich lieber richtig schöne Wärme haben. Dann wären wir wieder beim finnischen Ofen. Wenn Sie sich da unschlüssig sind, dann kann ich Ihnen empfehlen, testen Sie es aus, wie bei der Probefahrt fürs Auto, zum Beispiel in der Saunalandschaft. Schauen Sie mal, was Ihnen da vom Klima her am besten liegt und ob sich der Ofen mit Verdampfer für Sie orientiert. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Video gefallen. Ich hoffe, Sie konnten ein paar Informationen für sich rausziehen, wo denn die großen Unterschiede so liegen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann bewerten Sie es bitte mit einem Daumen hoch. Und wenn Sie noch Fragen haben, nutzen Sie unten die Kommentarfunktion oder schicken Sie mir eine E-Mail an youtube@hummel-bloghaus.de. Wenn Sie weiter informiert bleiben wollen, dann folgen Sie uns hier auf diesem Kanal. Einfach oben auf Abonnieren klicken oder auf Facebook, Twitter, Google+. Einfach folgen, dann bleiben Sie weiter informiert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.